Es ist das Prestigeduell der zweiten Fußball-Bundesliga. Morgen Mittag steigt der Elbklassiko, wie er auch genannt wird. Der erste FC Magdeburg spielt gegen Dynamo Dresden. Viele befürchten, dass diese Auseinandersetzung nicht nur auf dem Platz laufen wird. Schon Anfang der Woche wurden in Magdeburg Dutzende Häuserwände beschmiert. Die Schmierereien richteten sich vor allem gegen Dynamo Dresden und die Polizei. Wer dahinter steckt, ist nicht bekannt. Aber es zeigt eben, wie hoch die Emotionen bei einigen, naja, sogenannten Fans kochen. Für Trainer Jens Hertel ein Grund mehr, im Vorfeld die Wogen zu glätten. Wir sollten dann schon auch noch mal sehen, was alles hier jetzt auch in den Jahren passiert ist, dass dann Fußball nicht irgendwo dafür da ist, dass dann Menschen zu Schaden kommen oder eben auch ums Leben kommen. Und da sollte jeder irgendwo seinen Kopf einschalten und in einer gewissen Art und Weise besonnen reingehen. Bei aller Emotionalität ist es ein Fußballspiel, es ist ein Spiel. Und es geht nicht um Leben und Tod. Recht hat der Mann. Dennoch sind Verein und Polizei vorbereitet. Mehrere Hundertschaften, auch aus anderen Bundesländern, kümmern sich um An- und Abreise der Fans, sind auf mögliche Randale vorbereitet und werden im Ernstfall eben auch Wasserwerfer und Hubschrauber einsetzen. Wir hoffen auf ein ruhiges Fußballfest, denn wenn etwas von den Traditionsduells vor allem in der Erinnerung geblieben ist, dann waren es doch die sportlichen Höhepunkte auf dem Rasen. Wir haben im Vorfeld einen Mann getroffen, der in seiner aktiven Zeit bei beiden Vereinen gespielt hat. Keiner ist für das Thema Elbklassiko so gut geeignet wie er, wie Detlef Schössler. Als Drahtiger Verteidiger spielte er erst für den Club und dann für Dynamo. In Summe 385 Pflichtspiele für beide. Treff mit dem seit dieser Woche 56-Jährigen, der heute in Leipzig lebt, also genau zwischen Magdeburg und Dresden. Zuerst wollen wir wissen, was dieses Duell der beiden Erzrivalen für ihn bedeutet. Natürlich wurden da zwei Punkte nur verteilt, aber es ging in erster Linie auch um Prestige, um internationale Plätze. Da waren auch Konkurrenten, die einem den Platz meinetwegen in der Nationalmannschaft streitig machen konnten. Oktober 1981. Schössler, zarte 19, Lenze jung, geht mit seinen Magdeburgern in Dresden gnadenlos unter. Ja, das war eines der Spiele, an die sich, glaube ich, kein Profi gern erinnert. Am Ende heißt es 0-5. Bis heute die höchste Pleite für den Club im Prestigeduell. Nach dem Spiel gab es so viele Sitzungen, die wir lieber gerne auf dem grünen Rasen verbracht hätten, die Zeit. 6 Monate später die Revanche in Magdeburg. Der Stachel sitzt tief beim Club. Doch an diesem Tag gelingt ihnen alles. Herrliche Spielzüge, herrliche Tore. Dieser 4:0 Erfolg ist bis heute der höchste Sieg des FCM gegen Dresden. Und wie geht's morgen aus? Die schwierigste Frage für Sportlehrer Schössler, der sich eigentlich um einen Tipp drücken will. Seine Heimspiele sollte und muss man gewinnen. Ich denke schon, dass am Wochenende vielleicht einen kleinen Vorteil die Heimmannschaft hat und insofern der Club dann vielleicht das bessere Ende hat. Na, mal sehen, wie treffsicher er als Tipper ist.